Ferro. Ferro 47. Lange nichts von ihm gehört tatsächlich. So eine Pause ist immer gut und macht natürlich das Ganze nochmal interessanter und spannender. Sehr, wie soll ich sagen, wiedererkennbare Stimme, der gute Ferro. Ich weiß noch, welchen Song ich richtig gefeiert hatte, den, wo er über seine Hood redet. Dieser, ich weiß nicht mal, wie der hieß, irgendwas mit 47, irgendwie sowas. Produziert von Checker hier oben. Das war auf jeden Fall ein Song, den ich sehr geil fand. Sonst muss ich sagen, war Ferro nie so wirklich meins. Ne? Also es war für mich immer so dieses extrem glückliche und sommerliche irgendwie. Aber jetzt zum Sommer hin bin ich gespannt, was der Song kann. Produziert ist das Ganze von Checker, Menju und Mondetto. Uiuiui, okay. Ey, gute Leute dabei. Mix und Master ist wieder von Menju. Video ist von Stories to Tell. Auch ein geiler Name für eine Videoproduktion, Alter. Heute haben wir gute Namen für die ganzen Leute. Die haben geile Namen, die Leute. Produktion, Director und so weiter. Okay, ich bin gespannt, sag ich euch ganz ehrlich. So ein bisschen auf College Teenie angelehnt, oder was? Oh Baby, du bist anders, anders, anders. Oh Baby, du bist anders. Ey. Oh Baby, du bist anders, anders, anders. Oh Baby, du bist anders. Ey. Oh Baby, du bist anders. Oh Baby, du bist anders. Kleines Michael Jackson. Okay, mit sowas habe ich gar nicht gerechnet. Mit sowas habe ich gar nicht gerechnet. Oh Baby, du bist anders. Ey. Oh Baby, du bist anders. Oh Baby, du bist anders. Willst du Yves Saint Laurent oder Louboutin? Oh Baby, du bist anders. Ey. Oh Baby, du bist anders. Ey, gefühlt haben wir jetzt bei immer mehr Künstlern aus dem, ich sag jetzt mal aus dem Rap-Geschäft oder so, diese House-Elemente drin, ne? Diese schöne Kick, die immer durchballert, dann die Snare und so. Wir hatten es bei Pashanim, wir hatten es bei, war das 40 oder Jamule oder so. Also es kommt immer mehr, es wird immer breit gefächerter. Und ich find's geil, dass wir nicht mehr nur 0815 Trap-Songs haben oder so 0815 Mallet-Sommersongs. Sondern auch wirklich einfach mal was anderes haben. Finde ich sehr angenehm. Ob der Song jetzt einem gefällt oder nicht, ist natürlich wieder Geschmackssache. Aber ich finde diese Entwicklung finde ich sehr, sehr angenehm. Oh Baby, du bist anders. Oh Baby, du bist anders. Willst du Yves Saint Laurent oder Louboutin? Schreibe jetzt immer noch wie ein Rockstar. Wenn ich will, kling ich so wie ein Popstar. Ja, ich... Das war ein geiler Effekt. Wenn ich will, dann klinge ich so wie ein Popstar und dann direkt so ein bisschen höher und ein bisschen sauberer irgendwie, ne? Bleibe jetzt immer noch wie ein Rockstar. Wenn ich will, klinge ich so wie ein Popstar. Ja, ich weiß, dann ist alles machbar. Ja, das alles ist machbar. Schick mir DM und ich frage dich, was geht ab. Hol dich ab, sitze im Mercedes G-Class. Hast die Sonnenbrille an und dir fehlt was. Goldcap. Einmal bitte Bo Haram in den Chat spammen. Da müssen wir aber ein bisschen zurückspulen. Hast die Sonnenbrille an und dir fehlt was. Goldketten, ja, ja, die steht das auf der anmachende Art. Ja, sie mag das, hab am Arm nichts geplant und sie weiß das. Ja, mein Baby steht alleine wie eine Eins da. Du bist alles, ja, ich weiß, nur nicht einsam. Warum tust du, als hättest du jetzt keinen Plan? Ich muss auch sagen, ich finde den Stil irgendwie auch cool vom Video. Es hat so, wie gesagt, so ein bisschen, ich wollte anfangs sagen so Riverdale, aber dafür sind die Farben komplett anders. Riverdale hat so mehr diese Retro-Synth-Wave-Farben, keine Ahnung, Alter. Das hier hat so ein bisschen so Oldschool-Feeling, wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen Oldschool. Wir verbringen diesen Namen gemeinsam. Mein Baby, du wirst heute niemals reinfahren. Denn an mir wird dieser Abend niemals scheitern. Ey, die Tür geht zu. Zu. Ciao, mach es gut. Gut. Oh Baby, du bist anders. Ey. Wie ernst er guckt, ne? Highschool Musical. Oh Baby, du bist anders. Oh Baby, du bist anders. Ey. Oh Baby, du bist anders. Jetzt ungelogen, ne? Ich krieg gute Laune durch den Song. Ich bekomme gute Laune durch den Song. Ich habe das Gefühl, er nimmt sich selber null ernst, wie er da alleine schon steht und so. Ich finde, ich krieg gute Laune davon.
was. Oh Baby, du bist anders. Willst du nicht Solo Ross oder Louis Vuitton? Oh Baby, du bist anders. Oh Baby, du bist anders. Also, er sagt zwar, sie ist anders, aber fragt dann halt, möchtest du, Markensachen, ne? Ah ja, doch, vielleicht ist sie ja doch noch, doch so eine, ne? Man weiß es nicht. Oh Baby, du bist anders. Das willst du nicht Solo Ross oder Louis Vuitton? Sie hat Style und sie wickelt sich ganz einfach. Komm vorbei, spendiere dir dann ein Feinglas. Ja, ich weiß. Oh, geiler Bus. Ist zu genau, dass du noch keinen hast. Doch der blaue Haken macht es mir ganz einfach. Oh Mama, oh Mama. Du gehst entlang, aber oh Mama, oh Mama. Hast keinen Empfang, aber oh Mama, oh Mama. So souverän liegt mir, oh Mama. Also mit dem Text komme ich gar nicht klar. Ich achte am besten einfach nicht auf den Text. Einfach nicht auf den Text achten. Du noch keinen hast, doch der blaue. Der Vibe ist hier wichtig. Haken macht es mir ganz einfach. Oh Mama, oh Mama. Du gehst entlang, aber oh Mama, oh Mama. Hast keinen Empfang, aber oh Mama, oh Mama. So souverän liegt mir, oh Mama. Die Haare werden grau like the sky. Sie weiß ganz genau, was ich mein. Sie trägt keine Sneaker von Nike. Sie sagt, darin ist sie so klein. Sie trägt keine Sneaker von Nike. Sie sagt, da drin bin ich so klein. Ah ja. Geile Sticker auf dem Ding, ne? Mit Mickey Maus und so. Sie sagt, mit mir ist sie so happy. Versucht so zu sein wie eine Lady. Ihre Art so. Ja, Mann, ich möchte bitte eine Tanzgruppe. Motzig. Ja, Mossig muss unbedingt mit rein. Luciano muss unbedingt mit rein. Ich möchte aber auch Wesel bitte noch in diese Tanzgruppe dazu haben. Und Ferro ist jetzt definitiv dabei. Der Trainer wird auf jeden Fall Detlef die Soest sein. Und dann geht's ab. Und dann haben wir bitte so eine Mischung aus sommerlichem Drill. Sommerlichem Drill. Das wär auch interessant. Charmant und so tasty. Und sie liebt die Pralinen von Mercy. Ey, die Tür geht zu. Ciao, mach es gut, gut. Oh Baby, du bist anders. Ey. Oh, ich finde auch die Gitarre im Hintergrund, dieses funkige, irgendwie hat einen guten Vibe, das Ding. So positiv. Und genau so, muss ich ganz ehrlich sagen, schätze ich Ferro auch ein. Bei den anderen Songs war es halt einfach so, ich habe es nicht gefeiert, weil es halt einfach vom Sound her irgendwie so übersättigt war. Ne? Klar, immer mehr Leute fangen jetzt an, andere Sounds zu gehen und andere Rhythmiken, sage ich jetzt mal, zu gehen. Ob jetzt UK-Pop bei 40 oder halt diese leichten Hausgeschichten oder sonst was. Auch bei Paschanim zum Beispiel, das war ja auch so ein bisschen leicht Haus angehaucht. Ich finde, das tut gut. Ich finde, das tut gut. Baby, du bist anders. Oh, Baby, du bist anders. Ey. Oh, Baby, du bist anders. Oh, Baby, du bist anders. Willst du nicht Solo Ross oder Louis Vuitton? Oh, Baby, du bist anders. Ey. Oh, Baby, du bist anders. Oh, Baby. Nein, hat er nicht gemacht. Ich weiß leider nicht, wie man den Move nennt. Aber bei dem Geräusch. Gönnung. Oh, Baby. Aber da lag ich schon mal richtig am Anfang, wo ich meinte, Michael Jackson Geräusch, ne? High Step nennt sich das. Ehrlich jetzt? High Step. Okay, cool. Du bist anders, willst du nicht Solo Ross oder Louboutin? Oh, Baby, du bist anders. Ah, ja. Huh? Anscheinend ist sie nicht so anders, weil sonst hätte er nicht gewusst, was sie trinkt. Also ist sie doch eher wie jede. Ne? Weil er wusste ja, was jede haben will. Egal, ich muss sagen, gute Vibes, Digga, gute Vibes, Positivity, Positivity, it in, man. Ne? Was sagen die, auf kurdischen Madden Jackson angelehnt? Was? Aber ja, haben wir auf jeden Fall am Anfang, gut rausgehört, schön. Ah, Digga, gefällt mir auf jeden Fall besser als die anderen Songs, die er hatte. Außer dieses 4-7, diese harte Schiene, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir auch sehr gut bei ihm. 4-7 war das. Sonst muss ich sagen, war echt nie meine Mucke. So. Aber das Lied hat mir gefallen.